Heute sind wir an der Hunde- und Igelstation im Nevepark, beziehungsweise im Rand von Nevepark, an der Nevestraße. Und wir haben gestern Abend auf der Terrasse 22.22 Uhr einen kleinen Igel gefunden mit 280 Gramm. Quicklebendig, aber zu leicht, viel zu leicht fürs Überwintern. Die sollen ja mindestens 550, 600 Gramm haben, besser 800. Und hier chemnitz-hunde.de. Und hier haben wir eine Telefonnummer erhalten von unserer Nachbarschaft. Und jetzt sehen wir unseren Igel. Einen schönen guten Tag. Hallo, ich mach bloß leise. Das ist mein Mann. Achso, wir hören zusammen zu uns. Hier ist unser Igel. Ist noch klein, ne? Ist klein, also maximal 280 Gramm hat er. Wir haben gewogen, ja. Aber macht als Laie einen quicklebendigen Eindruck. Ist auch. Hat bloß halt ein bisschen zu grünen Kot. Muss man mal gucken. Ich tue es mal unter das mit. Aber keine Zecken oder sonst irgendwas. Muss man gucken. Aber das ist normal. Also Zeckenflöhe, das ist nichts Ungewöhnliches bei mir. Da ist auch, Ja. Fledermaus zu sehen. Kommt gleich wieder. Das kann ich gleich noch erzählen. Wir haben gerade unseren Igel abgegeben im Nevepark, am Rand vom Nevepark. Und hier kommt die Fledermaus wieder. Es ist schon leichte Dämmerung. Hier unten hat die ihr Quartier, oder zwei Fledermäuse sind es. Wir haben den Igel abgegeben. Hier wieder Fledermaus-Einsatz. Hier sind noch Forellen drin bei uns im Park. Und ganz großes Dankeschön an die Igel auffangen. Eine Pflegestelle. Wir teilen am Ende dann auch einen Text dazu. Das ist ein Ehrenamt, also Hobby. Daneben ist die Hundestation, das ist dann Profi Hundestagesstätte. Und heute wurden alleine, unser Igel war der fünfte Igel, quietschlebendig, ganz fidel, auch gesund, nur eben mit 280 Gramm viel, viel zu leicht. Der braucht nochmal 100% zusätzlich und die Zeit reicht jetzt nicht mehr. Der kann also erst im April ausgewildert werden. Und hier nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Nachbarin Andrea, die Mutti von René, und an unsere Freunde Christine und Diana und Mike, Kaffee, Reinhard, die uns hier mitgeholfen haben, dass es gleich im ersten Versuch geklappt hat. Betreffend dieses Igels. Und Spenden sind dort sehr willkommen. Die helfen auch. Wie gesagt, heute sind 5 Igel abgegeben worden. Einer hatte Schnupfen, unser war wie gesagt kerngesund, eine Igel-Dame. Und im April haben wir vereinbart, holen wir unseren Igel wieder und wildern den dann nach Anleitung dieser Auffangstation bei uns aus, weil wir haben ja Igel bei uns. Wir haben aber das erste Mal einen jungen Igel halt gesehen, der gestern Abend 22.22 Uhr gefunden wurde von der Steffi halt. Es kam die Fledermaus zum x-ten Mal und wir haben das jetzt soweit gesagt. Wir sind erleichtert und der Igel ist in guten Händen.